abgeschossen, Mann. Das rein! Senkt den von Müller! Oh mein Gott! Oh mein... Mario Nacht und De Bruyne, Team of the Season. Und Hazard! Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und ich bin ja jetzt zum Glück wieder komplett gesund und kann jetzt wieder in alter Frische für euch ein Video machen. Das soll jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt. Das Einzige, was mich ein bisschen, was die Laune hat, gegeben hat, ein bisschen unglücklich gemacht hat, ist, dass ihr meinen April-Scherz nicht so ganz verstanden habt. Also 3000 Leute haben es verstanden, 1000 nicht. Das ist so ein bisschen schade. Das war natürlich ein April-Scherz, sonst hätte ich nicht immer die schlechtesten Spieler genommen. Ja, hätte man vielleicht mal aufs Datum des Uploads gucken sollen. Naja, sei es drum. Fand ich dann aber trotzdem nice von der Community, also von meinen Zuschauern, die anderen, die dann extra sich mal Likes technisch, obwohl ich nicht drum gebeten habe, sich ins Zeug dann wirklich gehauen habe und da 3000 Likes rausgehauen haben. Wirklich danke an die Leute, die es verstanden haben, an die es nicht verstanden haben. Ja, sorry Leute, euch kann ich auch nicht weiterhelfen, dann müsst ihr einfach mal euer Gehirn anmachen. Es war meine Idee. Wenn ihr die Idee nicht gut fandet, dann ist ja ein Dislike in Ordnung, aber voll viele haben es halt ehrlich, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, einfach nicht verstanden. Und das ist dann ein bisschen traurig, würde ich sagen. Heute machen wir auf jeden Fall mal was anderes, kein April-Scherz. Und nein, heute nehmen wir auch mit Sicherheit meistens die besten Spieler, denn wir machen, vor zwei Tagen war es ja ein El Clasico Foot Draft, das heißt, wir versuchen, so viele Barcelona- und Real Madrid-Spieler wie einfach nur möglich ins Team zu bekommen. Das heißt, am Ende vielleicht sogar ein komplettes Real- oder Barca-Team. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir versuchen es einfach mal. Und wir versuchen auf jeden Fall, so ein Klassiko-Team jetzt zu bilden. Falls euch die Idee gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da. Ihr habt es letztes Mal schon gezeigt, was wir mit der Community erreichen können. Wenn wir wieder 2000 Likes schaffen, wäre das ultra nice. Also wenn ihr da wirklich ein paar Likes rausballern könntet, wäre das nice. Ich glaube, ich nehme auch die 4-3-3-Formation, denn die haben auch beide Mannschaften im Klassiko hier gespielt. Real Madrid hat ja 2-1 gewonnen. War auf jeden Fall ein krankes Spiel. Und da sind wir schon jetzt bei der ersten Entscheidung. Alter, okay. Wir haben jetzt hier drei Klassikospieler. Neymar, Purple Ronaldo oder Purple Messi. Ich glaube, ich werde Purple Messi nehmen. Einfach aus dem Grund, dass wir... Oder ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich nehme Purple Ronaldo. Und zwar, komm, Real Madrid hat das Klassiko gewonnen. Ronaldo hat ein Tor gemacht. Da sollten wir dann auch einen Ronaldo, denke ich mal, dabei haben im Sturm. Alter, kriegen wir auch richtig kranke Spieler. Zum Beispiel den Dybala in Form. Lewandowski. Das ist der vierte in Form, glaube ich. Aubameyang, Man of the Match. Griezmann in Form. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde Griezmann nehmen, auch wenn die anderen Spieler ja richtig heftig sind, aber wir wollen ja einen Klassiker-Footdraft machen. Da macht Griezmann dann einfach von der Chemie Sinn, rechte Seite. Ja, muss ich jetzt erstmal Di Maria nehmen. War ja auch mal im Klassiko dabei für Real Madrid. So, Serie A, das bringt uns nicht wirklich weiter. Nehme ich jetzt aber einfach mal, weil er Argentinier ist, falls wir da tatsächlich mit Di Maria spielen müssen. So, was haben wir hier noch für Ligen? Bundesliga, Barclays Premier League hilft uns alles auch nicht weiter. Dann nehme ich mal hier den Sousa, einfach weil er ein Man of the Match und Brasilianer ist. Vielleicht kann man den später noch linken. Jetzt haben wir Barcelona-Spieler am Start und zwar Sergio Roberto. Also unser zweiter Klassiko-Spieler. Auf der linken Seite müssen wir dann erstmal wieder einen Spieler aus der Liga B vornehmen. Da nehme ich dann Felipe Luis. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch den ein oder anderen Klassiko-Spieler bekommen. Kriegen jetzt aber hier wieder nur Barclays Premier League und Bundesliga. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Fonte. Vielleicht kann man den noch linken. Bonucci in Form, dann in Form, Bovo in Form, Hood in Form, Zuma in Form. Wieder kein aus der Liga BBVA. Krass, Alter. Da will man einmal was mit der Liga BBVA machen und kriegt da wenige Spieler. Da müssen wir es erstmal versuchen, so zu linken. Hier haben wir jetzt schon wieder einen Spieler, den wir nehmen können. Ich glaube, ich nehme hier aber Urie. Denn dann können wir auf der rechten Seite vielleicht hier Ligue A machen mit Di Maria. Der war ja auch mal beim Klassiko dabei. So, dann nehme ich hier auch direkt mal einen Ligue A-Torwart. Dann machen wir vielleicht die rechte Seite Ligue A. Schaue ich mal auf der Bank. Geht es dann weiter mit wieder keinem Liga BVA-Torwart, sondern Mandanda nehmen wir dann. Ja gut, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, wenn wir da irgendwie Liga BVA noch reinbauen wollen. Ja, da bekommen wir dann auch direkt Perrin. Das ist ja dann schon mal relativ gut. Oder Nkolu, der würde zu Mandanda ganz gut linken. Nehmen wir Nkolu. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Chemie. Wir hatten jetzt eh keine Klassikospieler. Von daher bringt das eh nicht. Silberspieler haben wir jetzt ja auch noch. Bringt uns aber auch nicht weiter. Nehmen wir mal den Luna hier. Der linkt nämlich noch ein bisschen besser.
So, komm schon. Wir brauchen jetzt mal wieder hier ein paar bessere Spieler. Willian, Mahrez, Pjanic, Casor. Das bringt uns alles nicht wirklich hier weiter. Das ist ein bisschen schade. Matuidi in Form. Ah, wir müssen Thuram nehmen. Eigentlich müssen wir Thuram nehmen. Ich weiß es nicht. Soll ich Thuram nehmen, weil es ein Klassikospieler ist? Oder soll ich Matuidi nehmen, weil wir dann das hier mit der Chemie richtig gepackt kriegen würden? Ich muss Thuram nehmen. Es ist die Klassiko-Challenge. Ist jetzt zwar ein bisschen bitter, aber hey, Klassiko-Challenge ist Klassiko-Challenge. Die müssen wir dann auch durchziehen. Luis Suarez, naja, zumindest fast haben wir hier auch noch am Start. Dann machen wir weiter. Nacho haben wir noch aus der Liga. BBVA. Das bringt uns hier alles nicht wirklich was. Toprak hätten wir noch. Es hilft uns ehrlich nicht weiter. Nehme ich mal den Nacho hier. So, ein paar Spieler haben wir ja noch. Kurzawa, Cavani. Ja, nehmen wir mal Cavani. Denn, ja, was groß anderes können wir da eh nicht machen. Und jetzt bekommen wir Messi, Bale und Dani Alves. Das heißt, wir haben hier schon mal einen weiteren Spieler auf jeden Fall aus dem Klassiko. Ich glaube, ich werde aber Bale in Form nehmen. Einfach aus dem, oder? Ich weiß gar nicht. Wir können auch, lass uns Messi nehmen. Wir nehmen Messi, das linkt dann noch besser. Wir packen Messi hin. Dann könnten wir nämlich in der Theorie auch hier Di Maria hinstellen. Ja, pass auf, dann liegt das nämlich relativ gut schon mal. Nehmen wir Messi. Ich wollte eigentlich Bale in Form nehmen. Jetzt kriegen wir auch noch Marcelo in Form. Nice, Alter, den nächsten Klassikospieler. Bringt uns zwar in der Chemie nicht wirklich voran, aber ey, immerhin ein Klassikospieler. Und zwei weitere Spieler haben wir ja immer noch, die uns hier aber nicht wirklich weiterbringen. Ein Rechtsverteidiger aus der Liga, BBVA. Könnten wir hier hinstellen. Gibt nochmal plus 6 Chemie, immerhin das. Und dann haben wir jetzt unseren letzten Spieler. Wir kriegen einen Ex-Klassikospieler. Und zwar Pedro. Aber wir könnten Fazio nehmen. Der wird uns chemietechnisch hier noch deutlich weiter nach vorne bringen. Dann nehme ich den natürlich auch. Und zwar, wir würden hier minus 4 und da plus 3 Chemie nochmal bekommen. Okay, das ist ja dann eigentlich sogar relativ gut. Thuram müssten wir halt auch noch in die Startelf bringen. Schaffen wir auch hier. Und dann kommen wir immer noch auf 91 Chemie. Das ist eigentlich ganz nice. Einziges Problem ist hier der Di Maria, der hier auf richtig wenig Chemie ist. Der Rest geht eigentlich klar, ja. Bei Thuram ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm und das passt schon. Wir haben Sousa noch auf der Bank von T, aber es bringt uns jetzt hier alles nicht wirklich weiter. Das Team ist an sich gar nicht schlecht. Wir haben ja auch noch Luis Suarez, so mehr oder weniger, auf der Bank dabei. Trotzdem Messi, Ronaldo, Sergio Roberto, Thuram und Marcelo. Das heißt, wir haben 2, 4, 6... Warte mal, kann ich gerade zählen? 1, 2, 3, 4, 5 Klassikospieler, so viel waren es. Und noch Di Maria als Ex-Klassikospieler, also es geht eigentlich. Das geht eigentlich, wir haben zumindest 5 Klassikospieler jetzt hier am Start. Das heißt, wir haben die Challenge zumindest gemeistert und immer die Klassikospieler auch genommen. Gucken, was uns jetzt hier noch mehr Chemie bringt. Das gibt uns auf 93, das bleibt auf 91. Also nehmen wir den hier, der uns auf 93 Chemie bringt. Wir haben auf jeden Fall Messi und Ronaldo, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt in unser erstes Spiel rein mit unserem Klassiko-Footdraft, Freunde. So, Freunde, Gegner Nummer 1 ist gefunden und der hat insgesamt auch 3 Klassiko-Spieler. Also er hat ein richtig krankes Team, Neymar in Form, Ronaldo Team of the Year und Navas in Form hat er auch noch. Dazu noch Di Maria, ein Ex-Klassiko-Spieler. Alter, das ist auf jeden Fall ein heftiges Team, er hat bis auf Hazard nur Special-Karten dabei und ihr werdet es auch gleich schon sehen. Ich habe natürlich hier auch Klassiko-Trikots ausgepackt. Also ich habe Real- und Barca-Trikots. Hier habe ich jetzt die Barca-Trikots genommen, da der Gegner schon die Real-Trikots ausgewählt hat. Das heißt, wir haben hier sogar die Klassiko-Trikots am Start und Ronaldo holt sich den Ball und dann habe ich Scheiße gemacht. Fuck it. Egal, wir versuchen natürlich hier einen Sieg in der ersten Runde zu holen. So, Ronaldo, der hat auch im Klassiko getroffen, wollte ich mal direkt mit einem Skill-Run starten. Hat leider nicht funktioniert, aber ich finde die Formation, die wir haben, schon mal ganz nice. Und wir haben rechts außen einfach Messi und Di Maria noch ein Stück dahinter. Also das verspricht eigentlich gute Offensive. Jetzt kommt erstmal der Gegner, können sie aber hier klären. Di Maria, Arda Turan. So, Griezmann. Und ja, fuck, den hätte ich nicht spielen dürfen. Auf Ronaldo. Schade, Alter, das war ein bisschen schlecht von mir gespielt. Oh, Ballverlust von Griezmann. Jetzt geht Coman hier ab und er hat natürlich auch Ronaldo. Da muss jetzt N'Kolu hin und er gewinnt den Zweikampf gegen Ronaldo Totti, Alter. Nice. So, Di Maria mit Tempo auf Antoine Griezmann. Der wird vielleicht demnächst auch mal ein Klassiko spielen, weil der vielleicht zu Barcelona wechselt. So, und er holt sich den Ball hier
nochmal wieder. Und vielleicht sollte ich weniger erzählen und mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Den Freistoß kriegen wir auch nicht, denn da habe ich gerade richtig Scheiße mit Griezmann gebaut. Aber Marcelo holt sich nochmal den Ball. Jetzt nochmal Di Maria und ich komme wieder nicht durch. Scheiße. So, Marcelo einfach mal mit einer Flanke. Aber Flanken auf Messi, gefährlich sind die meistens nicht. Obwohl, so schlecht ist der gar nicht mit dem Kopf, aber der ist einfach viel zu klein. Und jetzt wieder das Duell. Ronaldo gegen N'Kolu. Ronaldo und wieder N'Kolu, Alter. Was für ein Verteidiger. Und jetzt können wir vielleicht sogar kontern. Griezmann auf Lionel Messi. Aber Bellerin hat 96 Tempo. Egal. Messi setzt sich erstmal durch. Messi, was für ein Dribbling von Lionel Messi. Er macht ihn nicht. Nachschuss von Arda Turan. Ich glaube, es war sogar abseits. Nee, war es noch nicht mal. Alter, was für ein Dribbling von Messi. Fast so wie in Real Life. Und dann auch noch so ein kranker Schuss und der geht nicht rein, Alter. Was? So, Ronaldo kommt an Müller. Easy vorbei, Ronaldo. Und dann wird er geblockt. Na, was im Tor, ey. Ich habe so viele Chancen schon wieder. Und mach sie einfach nicht rein. Aber der Gegner ist natürlich gefährlich nach Kontern. So, Marcelo, den musst du jetzt... Den kriegt er nicht. Doch, den kriegt er, aber es war ein Foul, egal. Hauptsache, wir haben den Angriff hier abgewehrt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Ich glaube, das ist der erste Torschuss vom Gegner. Was mache ich für eine Scheiße? So, Messi lässt den durch. Lionel Messi mit dem wirklichen Messi-Dribbling. Den wollte ich eigentlich in die Mitte ziehen. Ist er nach außen gegangen? Egal, wir flanken einfach mal rein, Griezmann! Holy shit! Mit einem Seitfallzieher und der geht an die Latte. Was wäre das für ein Tor geworden? Und jetzt Konter Ronaldo. Da muss Marcelo hin. Marcelo bekommt ihn. Nein, Alter. Griezmann, mach ihn doch rein. Guckt euch die Statistik an. Warum steht es hier 1-0 für den Gegner? Ach ja, weil ich behindert bin. Wow, Alter. Griezmann, den musst du reinmachen. Roberto, der kommt zu Antoine Griezmann und der macht ihn dann endlich rein, Alter. Hättest du mal den Seitfallzieher reingemacht, den wir da gerade hatten oder Fallrückzieher, keine Ahnung. Sergio Roberto, wenigstens der Klassikospieler hier mit der Vorlage. Oh, Ronaldo, wunderbarer Ball auf Antoine Griezmann. In der Mitte ist Sergio Roberto, der kommt nicht durch. Messi ist nochmal da, Elfmeter. Alter, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Elfer war, aber wir bekommen ihn. Die Frage ist jetzt, Ronaldo oder Messi? Richtig gut schießen die beide nicht Elfmeter. Haben immer mal wieder einen Elfer, wo sie ihn verschießen. Ronaldo hat jetzt hier aber 86. Ja komm, dann schießen wir ihn mit Ronaldo. So, Ronaldo antäuschen und dann rechts oben und der geht rein, Alter. Ronaldo mit dem 2-1. Es geht doch, Junge. Nice one. Oh, was ein Spielzug. Ronaldo kommt hier vorbei. Ronaldo, er macht ihn wieder nicht. Ronaldo, so eine große Chance. So, Arda Turan lässt den Verteidiger aussteigen. Sergio Roberto auf Griezmann. Griezmann immer noch. Griezmann, nein. Oh, Urie. Griezmann, es geht doch, Junge. 3-1, Alter. Endlich. So, Freunde, Spiel 1 ist vorbei. Wir haben es 3-1 gewonnen mit unserem Klassiko-Team hier. Ist ganz gut gelaufen. Ronaldo mit einem Tor, Griezmann mit einem Tor. Und wer hat noch ein Tor erzielt? Ich weiß nicht, hat Griezmann Doppelpack gemacht? Oder wie war es da? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue nochmal nach. Ne, 2 Tore Griezmann. Das heißt, ich würde sagen, im zweiten Spiel versuchen wir dann auch nochmal einem Spieler von Barca hier irgendwie ein Tor zu geben. Ich denke mal, Messi ist da ein Kandidat. Und dann sehen wir uns in Spiel Nummer 2. So, Freunde, der Gegner hat ein Full-Liga BBVA-Team und es ist ein sehr geiles. Er hat mit Iniesta, Ronaldo, Suarez und Bale auch 4 Klassiko-Spieler am Start. Natürlich wieder Ronaldo Totti, den hat ja irgendwie jeder, außer ich. Aber ich nehme auch den Hero, damit bin ich auch zufrieden. Der ist ja bei uns schon ganz gut abgegangen. Bin ich mal gespannt, wie Spiel Nummer 2 hier wird. Und wir haben natürlich diesmal die Real-Trikots am Start, ne? Gleiches Recht für alle. Oh, Messi mit seinem Dribbling, Antoine... Griezmann wartet auf Di Maria. Ja, da habe ich zu lange gewartet. Er kann ihn aber nochmal holen. Di Maria. Di Maria. Und jetzt die Flanke. Und dann zu viel durcheinander. Griezmann steckt ihn schön durch
für Ronaldo. Der bleibt am Ball und macht ihn rein. Richtig durchgelackt da mit dem Dribbling. Aber es hat funktioniert, von daher scheiß drauf. 7 Minuten gespielt. 0-1 Cristiano Ronaldo, Alter. Die Maschine schlägt wieder zu. Was für ein geiler Treffer, Mann. Oh, Leerstunde für die Verteidigung hier. Ronaldo geht einfach durch alle durch. Okay, das war einer zu viel. Jetzt müssen wir verteidigen. Und jetzt kommt sein Ronaldo hier an den Ball. Und was für eine kranke Grätsche von unserem Innenverteidiger. Nice, Junge. Ronaldo, langer Ball. Wenn der ankommt, der kommt dann. Griezmann. Griezmann. Und der macht das 2-0, Junge. Nice, Alter. Was für ein Pass von Ronaldo. Griezmann pflückt den dann da runter und macht den dann eiskalt rein. Nice, Alter. Dieses Team gefällt mir. Oh Gott, der geht rein. LOL. Was? Der ist reingegangen. Okay, krankes Tor von seinem Ronaldo. Der hätte ich niemals rausgehen dürfen. Und mein Handy klingelt. Alter. Er geht einfach rein. Wow. Digga, was? Ich kriege einfach innerhalb von 2 Minuten 2 Gegentore. Was ist das? Alter. Ja, nice. Oh ja, jetzt Ronaldo. Hat mal Platz. Aber da ist Demarcus. Der ist natürlich auch schnell. Und der trifft hier nur den Ball. Aber Ronaldo holt ihn sich direkt wieder. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo geht durch alle durch. Griezmann. Alter, was für ein Skillrun von Ronaldo. Und es funktioniert einfach nicht. Jetzt Ronaldo mit Platz. Ronaldo mit Platz. Ronaldo mit Platz. Und dem völlig verkackten Skill, Alter. Was habe ich da gemacht? Nein, nein, nein. Er macht das 3-2. Nein. What the fuck? Ich habe 2-0 geführt. Freunde, die Partie ist vorbei. Wir haben das zweite Spiel 3-2 verloren. Richtig bitter am Ende. 3-2, obwohl ich 2-0 geführt habe. Aber der Gegner war nicht schlecht. Man sieht, sie hatte auch mehr Schüsse. Was will man machen? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt unsere Packs ab. Ich habe mir von den letzten Footdrafts ein paar aufgespart. Und deshalb müssten wir jetzt hier gleich 9 Packs haben, genau. Deshalb öffnen wir die jetzt auch mal alle schnell. Sind zwar auch ein paar 5K-Packs dabei, aber scheiß drauf. Erstes Pack ist nur Rotz drin. Aber ZM zu ZOM nehme ich auf jeden Fall mal mit. Vielleicht kann man das ja noch verkaufen. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch 8 Packs vor uns mit Sergio Aguero. Da haben wir zumindest seltene Fitness drin. Die bringen ja auch immer noch mal so 1000 Münzen. Also die würde ich an eurer Stelle immer mitnehmen. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ich mehr solcher, ja, vielleicht auch Real-Life-bezogenen Challenges machen soll. Ich hatte ja zum Beispiel die Champions League Challenge. Jetzt hatten wir die El Clasico Challenge. Vielleicht kann ich auch mal was zum Derby machen. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall dann einfach mal einen Daumen da oder schreibt mir einen Kommentar, um mir das zu zeigen. Wäre auf jeden Fall richtig korrekt. Ihr wisst, Daumen und Kommentare, die helfen mir am meisten weiter. Neben den Klicks natürlich an sich, macht ja Sinn. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine korrekte Sache. Also da auf jeden Fall mal Kommentar schreiben und Däumchen da lassen. Wir nehmen hier noch den nächsten Vertrag mit. Und dann haben wir jetzt hier auch so ein dickes Pack. Dieses Jumbo Gold Set mit 24 Objekten. Davon sind immerhin 3 selten. Schauen wir da mal rein. Wir bekommen Bardet. Der war, glaube ich, mal bei Hamburg. Bringt uns aber auch nichts, der ist auch nichts wert. Kriegen wir irgendwie noch, ja, seltene Fitness, Sturm zu, MS zu Sturm, das geht ja auch noch. Die Chemistry Style ist nämlich auch immer mit. Dann passt das schon. So, 3 Packs müssen wir jetzt noch haben. Ein Premium-Goldspieler-Set. Ja, komm schon, Junge, gib mir mal was. Ja, wow, seltene Silberobjekte, das ist natürlich nice, aber wir kriegen 1000 Münzen. Immerhin, 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 das ist besser als nichts. Und dann noch unser Silberpack. Mit Harry Kane drauf, der ja alles andere als Silber ist. So krank wie der momentan spielt. Ist aber auch nichts dabei, was irgendwie nice wäre. Wir haben immerhin wieder 30.000 Münzen. Das ist ja für mich schon relativ viel dieses Jahr. Und noch ein Bronze. Irgendwas Belohnungs. Da ist aber nur Kacke drin. Deshalb packen wir es weg. Ich bin raus, Freunde. Haut rein. Macht's gut. Und tschüssi.